Heute reden wir über Armut in der reichen Schweiz. Klar, würden wir lieber nicht machen, aber es ist eine Realität und darum gehört es aufs politische Parkett. Wir machen das nicht allein, sondern mit zwei Gästen, mit dem Markus und dem Andreas. Mein Name ist Cedric. Und ich bin Matthea und das ist eine Spezialsendung von Meier Wermut. Lieber Markus, lieber Andreas, schön, sind wir da. Dankeschön für die Einladung. Wir reden heute über Armut, wie gross das Problem in der Schweiz ist, was Armut mit den betroffenen Menschen macht, aber auch, welche politische Massnahmen müssen ergriffen werden, um Armutsbetroffene zu unterstützen und um Armut endlich auch wirksam können zu bekämpfen. Schön, sind ihr da. Der Markus Christen ist Aktivist von ATD, Regionalgruppe Basel. Markus, vielleicht erklärst du gerade mal am besten selber, was das genau ist. ATD, Vierte Welt, das ist eine internationale Bewegung, ist nach dem Weltkrieg gegründet worden in Paris. Heute in über 40 Ländern aktiv und eine von der aktivsten Gruppen in der Schweiz ist die Regionalgruppe Basel, nebst Genf. Es gibt noch andere, aber die sind eher so klein unterwegs. Aber das Ziel ist eben auch, wie viele andere in diesem Umfeld, das Ziel ist, Weg zu finden für die Betroffenen aus der Armut raus und die Armut als solches auch irgendwie können zu bekämpfen. Und wie bist du zu dieser Gruppe gekommen? Und warum engagierst du dich dort? Das ist tatsächlich in Basel passiert. Und dort bin ich kontaktiert worden, weil man meine Vergangenheit kennt hat. Meine Vergangenheit, ganz kurz erwähnt, Heimkind. Nachher ohne eine Ausbildung ins Leben herausgestellt worden, mehr oder schlecht als recht vorbereitet. Jahrzehntelang dann als Chauffeur unterwegs gewesen, durch einen Fastunfall wegen Schlafapnoe den Job verloren. Dann das ist die übliche Karriere, die dann in die Armut geführt hat, Arbeitslosigkeit, Sozialhilfebezug. Und vielleicht kommen wir dann später noch darauf zurück, warum es sich dann trotzdem in meinem Leben wieder eine enorm positive Wendung eingestellt hat. Aber das nehmen wir als Zickerling. Genau, da kommen wir später darauf zurück. Ich würde gerne den Andreas Lustenberger, den zweiten Gast, vorstellen. Der Andreas arbeitet als Leiter Bereich Politik bei Caritas. Caritas publiziert immer wieder zu Armut, aber engagiert sich vor allem auch sehr stark in der Armutsbekämpfung. Der Frühling sind die neuesten Zahlen rausgekommen vom Bundesamt für Statistik, die zeigen, dass es rund 745'000 armutsbetroffene Personen in der Schweiz gibt. Rund 134'000 davon Kinder. Dass man in etwa 1,3 Millionen armutsgefährdete Menschen hat. Vielleicht kannst du dir nachher erklären, was da der genaue Unterschied ist zwischen armutsgefährdet und armutsbetroffenen. Und, um mit der letzten Zahl abzuschliessen und dir dann noch ein Wort geben, dass rund jede fünfte Haushalt in der Schweiz eine kurzfristige Ausgabe von 2'500 Franken nicht kann stemmen. Was bedeutet das für Caritas? Ja, die Zahlen sind eigentlich seit Jahren immer ein bisschen, immer mehr schockierend, weil sie eigentlich einfach immer mehr ansteigen seit 2014. Wie du gesagt hast, eben, die sind knapp 750'000 Menschen unter der Armutsgrenze und die Armutsgrenze, die politisch festgelegt ist, die bei einer vierköpfigen Familie bei 3'900 Franken ist, also extrem wenig Geld zum damit leben. Und dann die grosse Gruppe armutsgefährdet, die eben rund 1,2, 1,3 Millionen. Wir sagen einmal auch, es ist jede sechste bis siebte Person, oder man kann durchzählen, ist armutsgefährdet. Das Gefährdung ist so definiert, dass es 60% vom Medianeinkommen ist, oder so wird das dann auch europaweit verglichen. Und jetzt neu eben auch noch die Zahl, die rausgekommen ist, wie viele Personen sich die unerwartete Ausgabe nicht leisten können. Und das hat uns eigentlich besonders schockiert, weil man muss auch noch wissen, die Zahlen sind immer retrospektiv, beziehen sich auf 2021, beziehungsweise man fragt anfangs 2021, wie ist es ihnen 2020 gegangen? Also gerade so ein bisschen anfangs Pandemie, noch ohne Teuerung, noch ohne Mietkosten, noch ohne die rasant gestiegenen Krankenkassenprämien im letzten Jahr. Und schon dort hat jede fünf Person gesagt, wenn eine Zahnarztrechnung reinkommt, wenn ich mein Auto muss flicken, kann ich das nicht zahlen. Ich muss dann entweder einen Kredit aufnehmen, mich verschulden, sonst irgendwo in wichtigen Lebensbereichen sparen. Und ja, die Zunahme, die merken auch die Organisationen, betroffene Organisationen, Hilfsorganisationen immer mehr in den letzten
Monate. Wie merkt ihr das? Haben ihr mehr Leute, die in eure Caritas-Märkte kommen, einkaufen? Oder? Ja, also das ist eine Zahl, die wirklich noch einmal deutlich gestiegen ist. Im Vergleich zum letzten Jahr haben wir dort 40% mehr Leute, die kommen einkaufen. Hat ein Teil ist erklärt, auch mit den Personen aus der Ukraine, mit dem S-Status, aber das ist nur nicht einmal die Hälfte. Oder? Also wir haben wirklich einen frappanten Anstieg. Wir merken, die Leute suchen jegliche Möglichkeiten zum Einsparen, oder? Das merken wir auch bei unseren Sozialberatungen, wo wir auch immer mal wieder eine Direkthilfe machen, mal eben so eine Zahnarztrechnung oder mal eine Miete einmalig übernehmen. Und auch dort können wir uns teilweise nicht retten von Anfragen. Also es ist wirklich, das nimmt frappant an und macht einem wirklich Sorgen. Also quasi jetzt, wenn du sagst, das sind Zahlen von 2020, es ist ja jetzt nur nicht besser, sondern schlimmer geworden mit der Teuerung, die zunimmt, wo mit der Krankenkassenprämie ansteigen, die nur zum Teil aufgehoben werden mit der Prämienentlastung, mit Mieten, jetzt der Referenzzinssatz, der ansteigt für ganz viele Menschen. Was bedeutet das für Armutsbetroffene, wenn quasi aufs Mal eigentlich die erzwungenen Ausgaben, die man nicht kann, entfliehen kann, man muss Krankenkassenprämie zahlen, ob man es will oder nicht, wenn die derart ansteigen? Was heisst das? Also es ist einmal die psychische Belastung, wenn man jeden Monat muss durchkalkulieren, welche Rechnung kann ich jetzt noch auf den nächsten Monat schieben, weil ich lasse vielleicht gerade ganz aus. Und beim Stichwort Krankenkassenprämie, das müssen wir sowieso erwähnen, das kannst du mir dann wahrscheinlich noch quasi wissenschaftlich untermauern. Krankenkassen sind ja meines Wissens die zweithöchsten Schulden, Berge. Gründe quasi, ja. Ja, Schuldengründe nach den Steuerschulden, oder? Also das sind dann Rechnungen, die man irgendwie einfach schiebt, oder? Irgendwann sind sie dann in Anführungszeichen vergessen. Mhm. Und dann gibt es auch die tägliche Belastung, man kann am sozialen Leben nicht teilnehmen. Das heisst, Vereinsmitgliedschaft, Sport, Musik, Bildung, anderweitig, das ist alles kein Thema mehr. Das muss man alles canceln und das spürt man als Mensch. Man spürt, dass man immer weiter rausrutscht, wegrutscht. Die Teilhabe, wie das so schön heisst, wird immer geringer und irgendwann ist gar keine mehr da. Und das führt dann schon auch zu psychischen Belastungen. Und das sind die Menschen, die wir im Umfeld bei der ATD vor allem auffangen. Das sind die, die sehr oft mit schweren psychischen Belastungen unterwegs sind, vielleicht schon mal Suizidalgedanken gehabt haben. Die können wir dann irgendwie probieren zu begleiten. Da merken wir also schon auch einen Anstieg in den letzten Jahren. Und was man vielleicht noch sagen kann, es ist jetzt gerade so im letzten Jahr, sind vor allem noch die Kosten gestiegen, zum Beispiel bei den Lebensmitteln ist es recht frappant, sind die günstigen Lebensmittel sind proportional mehr gestiegen, oder? Früher hat man vielleicht noch können irgendwie ausweichen, oder? Man hat noch einmal die günstigere Spaghetti gekauft, aber es sind eigentlich die Lebensmittel, die am meisten gestiegen sind, die am meisten auch von dieser Teuerung betroffen sind. Und auch im Wohnbereich, oder? Ist es eigentlich, das sind alles Lebensbereiche, wo du nicht kannst kurzfristig mehr einsparen, oder? Also, dir zerrinnt das Geld auf den Händen und du suchst händeringend nach Sparmaßnahmen, aber schaffst es dann eigentlich nicht mehr. Und dann eben nimmst dich dort zurück, wo es dann eben ungesund wird oder wo du auch an deiner eigenen Zukunft sagst, oder? Also. Es gibt übrigens ein ganz praktisches Bild, das man beobachten kann. Viele Menschen, auch ich, handle das ab und zu so, gehen erst so eine Stunde vor Ladenschluss bei den Grossverteilern durch, weil dann vieles abgeschrieben ist. Das ist ganz Tag durch teurer. Und die andere Geschichte, die mit den Billiglebensmitteln, da sind ja dann noch ganz interessante Vorwürfe auftaucht, medial, dass Detailhändler da bei den Billiglebensmitteln aufstehen, dass da für sie der Umsatz besser stimmt. Und ja. Aber das ist ein anderes Thema. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, wenn man jetzt von dieser Teuerung ausgeht, denken ja viele Leute, ja, so die 2,5, vielleicht 3% ist ja verkraftbar, ist nicht so viel. Mhm. Aber dass halt gerade für Armutsbetroffene in diesem Bereich eben die Teuerung sehr viel höher ist, das ist ja ein Durchschnittswert am Schluss auch ein bisschen. Kannst du das noch ein bisschen genauer ausführen? Eben, du hast jetzt gesagt, einige Lebensmittel, die bis zu 10-15% teurer geworden sind. Ja, ich denke, das ist eines der grossen Schwierigkeiten in diesem Thema auch, dass wir reden auch in der Politik oder in den Medien immer von der Durchschnittswert, oder? Und wenn wir jetzt anschauen, so die untersten Einkommens 20%, das unterste Quintil, wenn wir gerade schauen, wie sind die betroffen von der Teuerung, ist es eben bei den Lebensmitteln so, dass
man, dass ein durchschnittlicher Haushalt gibt vielleicht so 7-8% von seinen Ausgaben für Lebensmittel aus. Und die untersten 20% ist es doppelt so viel. Da ist es 16-17%, oder? Und bei den Wohnungs- und Energiepreisen ist es genau das gleiche. Durchschnittlicher Haushalt gibt eigentlich nicht, gibt um die 20% aus. Aber bei den Tiefeinkommen ist es über einem Drittel. Sie geben 35% fürs Wohnen aus. Und nach unseren Berechnungen dürftest du eigentlich heutzutage maximal noch ein Viertel für deine Mieten ausgeben, weil sonst wird es einfach knapp, oder? Entgegen dem, wo teilweise noch so ein bisschen rumgeistert und sagt, ja, etwa ein Drittel, das ist schon lange überholt. Wenn du ein Drittel für deine Miete ausgibst, dann bist du eigentlich finanziell, hast null Spielraum mehr. Und das eigentlich auch zu verstehen, denke ich, würde auch in der Politik, wo sehr viel immer um die Durchschnittswerte geredet wird, eben bei der Teuerung, auch bei den Negativzinsen und bei all diesen Erhöhungen, wird immer vom Mittelwert ausgegangen. Man vergisst, dass es für die Betroffenen, für die mit wenig, und da reden wir ja nicht nur über die Armutsbetroffenen, ich habe vorhin gesagt, das ist so tief und da reden wir eigentlich die untersten 20-30%, das ist dann schon lange eigentlich beim unteren Mittelstand. Oder Mittelstand, je nach Kanton. Das würde mich sehr, sehr interessieren, wenn die Grauzone, wie man den Wort nennen kann, ansprechen. Wenn man redet von 1,2, 1,3 Millionen Armutsgeförderte, 750'000 Armutsbetroffene, wie fliessend ist der Übergang? Wie schnell passiert das? Sind wir jetzt gerade in dieser Phase drin, wo die Prozent können ausmachen können? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also es sind wie zwei unterschiedliche Befragungen, aber es ist natürlich extrem fließend, oder? Aber armutsgefährdet kannst du bis zum Haushaltseinkommen von 5'000, 5'500 Franken sein. Es würde statistisch noch nicht so erfasst werden, aber wenn wir jetzt in unseren Budgetberatungen durchrechnen, dass eine Familie mit 5'500 Franken zur Verfügung hat, dann reicht das gerade so vielleicht noch knapp, je nach Kanton, je nach Unterstützungsleistungen, wo sie noch bekommen. Und gerade die Zahl von diesen 2'500, die sich die Leute nicht können leisten können, das ist natürlich ein klares Indiz, wenn die Kosten noch weiter steigen, werden die alle unter die Armutsgrenze. Das geht relativ schnell. Das geht relativ schnell, ja. Nein, wir sind dort schon an einem kritischen Punkt, sagen wir, wo man wirklich muss aufpassen. Und es ist ja nicht jetzt in sich, dass sich die Kosten würden reduzieren, dass es zumal wirklich viel bedeutend mehr Leute in dieser Armutsbetroffenheit finden, oder? Und, ja. Von bürgerlicher Seite dann häufig gesagt, ja, dann sollen die Leute halt arbeiten, ihren Lohn verdienen und dann haben sie ja das Problem auch nicht. Ihr lacht beide jetzt ein bisschen. Was entgegnet ihr auf so eine Aussage? Mal einzig, wir haben ganz sicher Menschen so 40, 45 aufwärts noch in einen Job zu bekommen, wo vielleicht nicht gerade so die edelsten Referenzen mit sich herumtragen. Kann man eigentlich canceln. Und dann passiert dann eben das sehr schnell, dass man ganz abrutscht. Dann bei Jüngeren spielt oft der Name, der Klang vom Namen, eine Rolle. Also ein ausländischer Name ist schwieriger. Genau, ja. Das ist das, was ich meine. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist oft fehlende Bildung. Es gibt Menschen, die eben nur mit dem absolut minimalen Bildungsrucksack unterwegs sind und das vielleicht noch je nachdem ein bisschen bildungsfern. Ja, bringen die mal in einen Job rein. Trotz Arbeitskräftemangel werden die halt trotzdem aussen vorgelassen, weil sie ja keine Qualifikationen haben oder nicht genügend Qualifikationen. Und das sind alles Gründe, die dann irgendwann dazu führen, dass man sogar sich selber mal schon psychisch rausnimmt. Hat ja eh keine Chance mehr. Und dass man aber auch von aussen dann weggedrängt wird, oder? Und das sind alles so schleichende Sachen, die in der öffentlichen Wahrnehmung nicht oder fast nicht stattfinden. Ja, und was man vielleicht aber schon noch sagen kann, ist, dass, also, wir machen eigentlich eher die Erfahrung, und es gibt auch Studien dazu, dass Leute mit tieferem Einkommen, also die wollen alle mindestens 100% arbeiten. Also, es ist eigentlich, der Wunsch nach viel arbeiten ist in dem Sinn eigentlich wirklich das. Ist dann eher teilweise der Fall, dass man 2-3 Jobs annimmt und dass man halt dann in prekären Situationen ist, nicht abgesichert ist, mal irgendwie dort noch einen Stundenlohn, am Abend noch geht ins Fitnesscenter putzen. Und das sind dann auch die Jobs, die extrem schnell mal einfach verschoben werden, wegrationalisiert. Man hat sie, man verliert sie wieder. Und man ist auch dort dann so quasi in dieser prekären Lage drin. Aber quasi, dass jetzt einfach viele Armutsbetroffene nicht würden wollen arbeiten oder wenig wollen arbeiten. Wir erleben eigentlich eher das Gegenteil, sondern dass es dann halt einfach trotz Job, oder es gibt auch diese Zahlen, gibt es auch
150'000 Working Poor, also Leute, die 100% arbeiten und unter der Armutsgrenze sind. Und wenn man in die Armutsgefährdung hineingeht, gibt es da noch viel mehr, die eigentlich viel arbeiten und es trotzdem nicht reicht, oder? Also das Problem ist wahrscheinlich eigentlich auch auf der anderen Seite her anzugehen, wieso es dann für die Personen nicht reicht. Da würde ich auch noch gerne einhängen, ganz kurz. Bei diesen Prekärjobs, oft gibt es dann auch Arbeitgebende, die einem zu Konditionen anstellen, wo man sogar knapp unter der Altersvorsorge durchgeht. Das ist im Moment vielleicht nicht so tragisch, aber das wirkt sich dann später auf, wenn wir vielleicht auch noch das Thema Altersarmut kommen später. Was sind die Gründe dafür? Da hängt es nicht dort ein, oder? Aber da wird also schon taktisch vorgegangen, damit man nicht muss Vorsorgeabgaben leisten. Wird so eingestellt, dass man das umgehen kann. Ich kann noch eine Frage, das interessiert mich sehr. Die Diskussionen kommen ja so wellenmässig oder über Armutsbetroffene. Ich komme aus einem Kanton, wo das immer wieder unter dem Begriff von der Gratisbürger so abgehandelt wird, also sehr abwertend. Was macht das mit den Menschen? Kann man das einfach ausblenden oder merkt ihr, dass man das anfängt zu einer eigenen Realität, zu einer sozialen Marginalisierung zu machen? Macht das etwas mit Armutsbetroffenen, wenn man so über sie redet, oder hat das nicht so einen Einfluss? Vielleicht so strukturell kann ich etwas sagen. Also was man einfach merkt, die Leute ziehen sich mehr, man zieht sich mehr zurück, man nimmt nicht mehr teil, das hast du ja auch schon angesprochen. Und es zeigt, schambehaftet ist sehr oder? Schambehaftet, oder? Also quasi Hilfe anfordern ist in der Schweiz etwas, wo, es hat fast etwas mit Versagen zu tun, oder? Wir haben es nicht geschafft. Und dementsprechend sehen wir da auch Diskrepanz zwischen eigentlich den Hilfsorganisationen, die eine Zunahme sehen von Menschen, die Hilfe brauchen, und dann die offiziell staatliche Sozialhilfe, die eigentlich gleichbleibende Zahlen hat, weil die Leute nicht mehr gehen, oder? Man getraut sich nicht, Hilfe nehmen, ist Scham vor allem ein Thema, und auf der anderen Seite das andere Thema halt mit der ausländerrechtlichen Verknüpfung, die dort auch dazu führt, dass man keine Hilfe in Anspruch nimmt. Aber die Angst, quasi können aufzutreten und sagen, du, mir geht's nicht gut, ich schaffe es nicht über die Runde, das ist etwas, was man so nicht macht in der Schweiz. Oder? Kanton Basel-Stadt noch interessant, die haben sogar im letzten Jahr eine leichte Abnahme von Sozialhilfebeziehenden festgestellt. Die Gründe habe ich jetzt nicht recherchiert, das ist jetzt gerade aufgekommen, darum ist mir das in den Sinn gekommen. Also dort die konträre Entwicklung zu dem, was wir im realen Leben und in unserem Umfeld feststellen. Das ist quasi, dass die permanente Diskussion von Ski-Invaliden, Ski-Sozialhilfebeziehenden eine Auswirkung hat, dass eben ganz viele Leute, die eigentlich das Anrecht hätten auf die Hilfe in einer Notsituation oder in einer schwierigen Situation, die Hilfe nicht in Anspruch nehmen. Da gibt es aber noch ein anderes Phänomen. Eben Scham oder, du hast gesagt, die sozialen Rechte fehlen, wenn sie kein Pass sind. Und es gibt Zahlen dort, oder? Also wir haben für Bern und Basel-Land Zahlen, dass es bis zu einem Drittel Nichtbezugsquote gibt, Leute, die Anrecht hätten, aber freiwillig, also freiwillig, aber darauf verzichtet. Du hast gesagt, es gibt ein anderes Phänomen, was für eins? Das Ausländerrechtliche noch drin. Viele haben Angst, wenn sie zugewandert sind, vor dem Damoklesschwert, wenn du Sozialhilfe beziehst, dann bist du dann demnächst wieder raus. Da haben wir zumindest einmal einen kleinen politischen Zwischenerfolg können verbuchen. Es muss nur umgesetzt werden, dass in Zukunft das Gesetz gelten soll, wo, wenn du 10 Jahre in der Schweiz warst, ohne Schweizer Pass, dann eben nicht mehr ausgeschafft werden kannst, wenn du Sozialhilfe beziehst. Aber wie gesagt, der Ständerat und Nationalrat haben dem zugestimmt, aber es muss jetzt noch das Gesetz dazu kommen. Ich würde gerne vielleicht noch mal kurz auf die Frage zurückkommen, die Cedric vorne gestellt hat, was macht das mit den Menschen? Es hat ja häufig dann auch so ein bisschen das Bild so, man muss sich halt jetzt selber wieder daraus rauskämpfen und man hat dann zu wenig gewählt oder zu wenig wollen, wenn man halt in der Armut drin bleibt. Du, Markus, hast mir im Vorgespräch gesagt, gleich wie Reichtum wird eben auch Armut weitergeben, von Generation zu Generation. Das ist so. Wie kommst du zu dieser Aussage? Also, das eine ist einmal das, was passiert innerhalb der Familie. In dem Sinn, es ist ein bekanntes Phänomen. Ich nehme an, du wirst das auch noch bestätigen können. Es ist ein bekanntes Phänomen, dass Menschen, also Kinder von Eltern, die armutsbetroffen unterwegs sind, es nicht schaffen, für sich selber eine bessere Lebenssituation anzubekommen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist die Endlosschlaufe mit Schulden, die entstanden sind. Da
tut sich jetzt auch etwas im Gebüsch. Da mit einem Restschulderlass. Das wäre ja mal eine Perspektive, wenn sie dann auch gut ausgeschafft wird. Aber bis jetzt ist schon auch dort noch so, theoretisch, wenn Eltern weggestorben sind und ein Erbe wird nicht ausgeschlagen, dann sind die Kinder automatisch weiter haftbar für die Schulden, die die Eltern veranstaltet haben. Und dann haben wir noch das Problem mit den geschuldeten Krankenkassenprämien von unmündigen Kindern. Wenn die 18 werden, wenn es ganz dumm läuft, ich tue es vielleicht ein bisschen überspitzen, aber wenn es ganz dumm läuft, haben sie mit dem 18. Geburtstag drei Sachen auf dem Tisch. Geburtstagstorte, Glückwunschkärtli und die erste Betreibungsurkunde über die ausstehende Krankenkassenprämie. Ein toller Start ins eigenständige Leben. Und ja, und gerade bei der frühkindlichen Bildung sieht man den Unterschied extrem. Also von armutsgefährdeten Personen, die dann Kinder selber nicht können betreuen oder sich auch nicht können leisten, die ausserschulische oder die ausserfamiliäre Kinderbetreuung so gut einzubringen, wie das andere Familien können. Und der Rückstand, der sich dort entwickelt bis zu der Einschulung, kann oftmals nicht mehr aufgeholt werden. Also es lohnt sich extrem eigentlich, wenn man würde, in alle Kinder frühzeitig investieren, genug Geld dort in die Bildung geben, um eben die Problematik von dem Weitergehen von Armut vielleicht können ein bisschen zu senken. Und das andere, was du auch schon angesprochen hast, Markus, ist natürlich auch die gesundheitliche Komponente, oder? Also das ist, also Armut macht krank, oder? Das kann man wirklich sagen, dass der ständige Stress, den man hat, das macht einem krank, das führt zu physischen, zu psychischen Problemen. Und man kommt wie so in eine Abwärtsspirale und kommt dort nicht mehr raus. Und darum muss man unbedingt eben, wenn die Leute schon mal arm sind, dann ist es viel schwieriger, da wieder daraus rauszukommen, als präventive Massnahmen zu ergreifen. Und das mit der gesundheitlichen Spirale, das können wir auch an Bildern auch festmachen. Zum Beispiel jemand, der kein Geld hat, geht wahrscheinlich erst dann zum Zahnarzt, wenn die Zähne schon ausgeht sind. Ja. Und dann wird es teuer. Ja, klar. Es wird eine Zahnbehandlung, wird je länger als sie nicht eingeleitet wird, desto teurer wird sie. Irgendwann muss etwas gemacht werden. Kann der Betroffene nicht zahlen? Wer zahlt es? Die Allgemeinheit. Also ich bin manchmal versucht zu behaupten, man könnte fast schon liberal argumentieren, indem dass man sagt, da wird das Ross am falschen Ende aufgezäumt. Wenn nämlich die Kosten von der Allgemeinheit getragen werden, dann kostet das der Steuerzahler. Und das ist doch ökonomischer Blödsinn. Das ist so ein bisschen eine überspitzte Ding, die ich anwenden kann, wenn ich so in entsprechenden Umfeldern unterwegs bin, um zu zeigen, wo denken ihr eigentlich an, wenn der Gottfriedli immer die Krankenkassenprämie, wenn die immer aufgehoben Ergänzungsleistungen oder ja, Verbilligung, wenn man die probiert runterzuschrauben, dann ist ja das ein Verhältnisblödsinn. Das gilt für die Gesundheit, wie es eben auch für die frühkindliche Förderung gilt. Oder? Wenn man, es ist immer wieder im Kampf, dort können Geld locker zu machen, aber es würde sich einfach um ein Vielfaches lohnen, wenn man dafür dort genügend Geld hat, um eben die Bildungsschere am Anfang zu schliessen. Und dann nicht erst am Schluss, wenn es schon zu spät ist und gerade eben auch die Kinder gar keine Perspektiven mehr haben oder irgendwie in einer Sozialhilfe sind, wie das die Eltern schon gewesen sind. Wir sind jetzt so ein bisschen schlittern, das ist auch gut so, in den Lösungsbereich reingekommen. Was braucht es denn, um nicht eben die Armen in diesem Land oder die Armutsbetroffenen in diesem Land zu bekämpfen, wie das von rechter Seite seit Jahren gemacht, sondern Armut zu bekämpfen. Ja. Also vielleicht so zwei so Themen, die ich mitgenommen habe. Also es braucht das Thema von sinkender Kaufkraft, von immer mehr Menschen in dieser prekären Finanzlage, muss einfach Top-Priorität werden in der Politik. Ich glaube, das ist, wie du auch gesagt hast, es ist immer mal wieder so wellenartig, dann kommen die Mietzinserhöhungen, dann ist es gar wieder ein Thema, nachher verschwindet es wieder. Und das muss eigentlich einfach wirklich Top-Priorität in der Politik sein, weil da kommen wir vielleicht auch noch dazu, es macht dann einfach etwas mit der Gesellschaft, wenn es immer mehr Menschen schlecht geht. Und es braucht auch eine national koordinierte Armutsstrategie. Das merken wir auch. Manchmal wird wie so der Ball hin und her gespielt von Kanton zu Bund und wieder zurück. Und niemand ist so richtig verantwortlich. Es ist halt kantonale Politik. Und der Kanton sagt, nein, das muss unbedingt der Bund machen. Und dort braucht es eigentlich einfach eine koordinierte Strategie über alle Ebenen. Weil das Zahlen seit 2014 sinken. Eigentlich müsste das Gegenteil der Fall sein. Steigende Zahlen. Ja. Oder es müsste das Gegenteil von der Armutszahlen, die müsste sinken. Und dort muss man wie gemeinsam jetzt vorwärts gehen.
Und wenn man das, ja, das ist so eins, was ich mitgenommen habe, dass der muss unbedingt gehandelt werden. Und gerade in dem Umfeld ist ATT Vierte Welt, ist jetzt die letzten 4 Jahre unterwegs gewesen, mit einem Forschungsprojekt, wo vom Bundesamt für Justiz finanziert worden ist, teilfinanziert worden ist, wo es darum gegangen ist, erstens eben die aktuellen Gründe und Lösungsansätze im Zusammenhang mit Armut wissenschaftlich aufzuschaffen und andererseits auch andere Lösungsansätze in der Ausbildungsbereich soziale Arbeit anzufinden. Ein Weg von dem Hierarchischen, da bist du der, der betreut und da ist der, der alleine läuft, sondern an zu einem partnerschaftlichen Modell, eine Art wie ein Coaching, wo aber über die Phase, sagen wir jetzt, von Sozialhilfe empfangen, erstens schon vorher muss einsetzen, nämlich bei der RAF, regionalen Arbeitsvermittlungszentren. Schon dort muss das Coaching angehen. Wenn es dann eben nicht mehr reicht und in die Sozialhilfe geht, dann muss das weitergehen, fließend. Und wenn der Glücksfall passiert, dass jemand dann wieder in ein Erwerbsleben reinkommt, dann muss trotzdem der Coach weiterhin oder die Coachin weiterhin dabei sein, weil es kann ja dann zum Beispiel nach 3-4 Jahren irgendeine Krise eintreten, irgendwo rumpelt es und dann werde ich schnell wieder futsch. Das kann verhindert werden, wenn dann jemand da ist, der das wieder auffängt. Das sind zwar Investitionen, aber die sind, behaupte ich jetzt einfach mal, sicher günstiger, als wenn man dann einfach Sozialhilfe empfangen und mit allen Konsequenzen, gesundheitlich und so weiter, muss irgendwie durchs Leben durchführen. Das wäre sicher zielführender, wenn man eben dort würde ansetzen, eine permanente Begleitung, dort, wo man die Menschen noch auffangen kann und sie wieder zurückbringen in eine solide Lebensbasis. Darf ich eine provokative Frage stellen? Jetzt haben wir gerade das Jahr 175 Jahre Bundesverfassung, so 200 Jahre Kapitalismus. Wir wissen eigentlich aus allen wissenschaftlichen Studien, was es braucht für die Armutsbekämpfung. Es braucht Geld und Unterstützung. Mhm. Wieso ist es denn so schwierig? Ja, ich glaube einerseits, weil das sind nicht die betroffenen Gruppen, die grösste Lobby haben, oder? Es gibt ja, es ist nicht das Hauptthema von allen Parteien und von den Lobbyorganisationen. Man kann auch nicht viel Geld damit verdienen. Das ist sicher ein Problem. Und es ist einfach zu sparen, oder? Wir sehen gerade so einen Effekt, wenn man die Sozialhilfe ein bisschen Schräubchen drüllt, im nächsten Jahr hat man schon weniger Ausgaben im Budget als Staat. Also man kann auch einfach sparen. Gibt dann einfach die Retourkutsche. Aber es ist eigentlich wirklich so, oder? Man muss einfach die finanziell schwächeren Haushalte muss man einerseits, und das ist ja eigentlich ein Problem von zu wenig Einkommen gegenüber zu viel Ausgaben. Also einerseits muss man bei den Einnahmen schrauben. Und ich denke, dort sind so Themen wie jetzt Mindestlohn, wo wirklich jetzt glücklicherweise immer mehr auch angenommen werden auf der kommunalen oder kantonalen Ebene, sind extrem wichtig. Und ein Ort, wo man sicher kann entlasten kann, ist bei der Krankenkassenprämie. Und dort hat man eigentlich ein etabliertes System mit dieser Prämienverbilligung, wo sich sogar ausbauen ließ, die für andere Bereiche, oder? Die Stadt Zürich mit ihrer Energiekostenzulage eigentlich orientiert sich am Modell von der Prämienverbilligung. Also ich glaube, dort hätten wir auch ein Modell, wo man einfach jetzt könnte einfach Geld einschiessen, weil das Problem ist ja schon, man muss eigentlich auch kurzfristige Lösungen jetzt aufzeichnen. Wir können jetzt nicht noch einmal 4, 10, 20 Jahre darüber reden, sondern es braucht jetzt Massnahmen, dass eben die Leute nicht unter die Armutsgrenze gehen. Also es braucht wieder das Langfristige, das Weiterentwickeln, aber es braucht jetzt auch kurzfristige Massnahmen. Du hast noch die Entschuldigung ins Spiel gebracht im Vorgespräch. Wie wichtig es wäre, dass Menschen, die enorme Schulden haben, quasi schuldenbefreit werden können, um dann wie ein zweiter Start in ihrem Leben möglich wäre? Also ich kenne das Modell nur so in der Grobskizze. Es orientiert sich, glaube ich, am deutschen Modell, wenn ich mich nicht schwer täusche. Da geht es darum, da wird der oder die Betroffene 4 Jahre lang aufs Existenzminimum gesetzt, wirklich aufs absolute Existenzminimum. Und alles, was drüber kommt, wird an die Gläubiger zurückgesteuert. Aber nach 4 Jahren, wenn dort noch Restschulden rum sind, dann werden die einfach gestrichen. Die sind hops. Das ist übrigens ein lustiges Zitat, habe ich gehört von einem bürgerlichen Arbeitgebervertreter, der in einem Statement dazu netterweise gesagt hat, ja, das geht gar nicht, das muss ich dann wieder die Wirtschaft tragen.
habe ich einfach geschmunzelt, als ich das gehört habe. Und dann noch in der Gestik, das Bild hat einem passt. Hast du noch CS gedacht, oder was du weißt? So in dieser Art, ja. Nein, eben, das sind die Ansätze, eben, Mindestlohn. Das eben auch nötig wäre, wäre, dass man für die Sozialhilfegesetzgebung einen bundesweiten Rahmen hätte. Mm. Eine Rahmengesetzgebung, wo sich die 26 verschiedenen Kantone irgendwann einmal darunter einfinden. Ich muss mich ganz kurz erklären, es gibt keine nationale Sozialhilfegesetzgebung, sondern das ist wirklich auf kantonaler Ebene geregelt, zum Teil Kantone sogar auf Gemeindesebene. Genau, wollte ich will sagen. Also, sie wird dann noch weiter runtergestückelt bis auf Gemeindesebene. Und das ist ja eigentlich verheerend, oder? Und gewisse Leute, die auch das noch bekämpfen wollen, behaupten dann, es käme dann zum Sozialtourismus, wenn jetzt angeblich Basel-Stadt ein bisschen besser unterwegs ist, als wie, ich sage jetzt kein anderer Kanton. auf jeden Fall ist ein nationaler Rahmen wäre eigentlich zwingend. Und das müsste eigentlich schon auch ein Anspruch sein von der linken politischen Seite, das zu pushen, zusammen mit dem, was du bereits angesprochen hast, mit dem Anliegen, dass eben die Armut nicht immer nur wellenmässig mal irgendwann vorkommt, sondern dass sie permanent weit oben ist, weil sie ist ein wirtschaftlicher Faktor. Wer wenig hat, kann wenig kaufen. Das heisst, das wäre dann auch wieder die bürgerliche Argumentation. Dann stimmt ja dann auf der anderen Seite wieder, wird ja weniger abgesetzt, oder? Wenn man nie kann, mal in ein Restaurant gehen oder nie kann zum Coiffeur gehen, dann ja, oder mal etwas Fans im Laden kaufen, wo vielleicht ein paar Franken mehr kostet. Genau. Das würde ja zurückfließen, wenn mehr Geld, wie du das skizziert hast, mehr Geld würde um sein, auch für die Menschen. Neben dem eben, dann kommen wir wieder, dann schließt sich eigentlich der Kreis, kommen wir wieder darauf zurück, es sind für die Betroffenen weniger psychische Belastungen rum, das heisst weniger gesundheitliche Schäden und auch auf die körperliche Gesundheit wird dann, würde ich dann automatisch wieder besser geschaut. Also es würde sich ökonomisch schon rechnen, wenn man da mal eine so eine Verschiebung zugunsten von Armutsbetroffenen würde anbekommen. Darf ich oder was würde das für Menschen bedeuten, wenn sie nicht ständig das Messer am Hals haben oder nicht ständig das Gefühl haben, sie müssen jetzt irgendwie ertrinken in diesen Schulden oder in diesen Rechnungen, die im Briefkasten liegen, sondern ein bisschen mehr Luft haben? Was heisst das auch für ihre arbeitsmarktliche Integration oder für ihre Chancen? Ja, du kannst dich einfach mehr entwickeln, mehr entfalten, oder? Das ist, es gibt ja auch die Zahlen, die zeigen, dass gerade Leute mit tieferen Einkommen sich viel weniger weiterbilden, oder? Weil sie sich auch finanziell nicht können leisten, weil sie die Einbussen vom Lohn nicht können in Kauf nehmen. Aber weil man auch nicht die Ressourcen hat, gedanklich, um sich überhaupt mit so Themen zu befassen. Sondern das Thema ist, wie kann ich all meine Rechnungen Ende Monat zahlen, oder? Also, die Luft würde den Leuten extrem helfen. Und ich denke, die nationalen Rahmengesetze, dort muss man einfach schauen, dass sie gut ausgestaltet sind. Oder? Ich denke, das ist einmal so ein bisschen realpolitische Sorge, wenn ich manchmal dort noch habe, wenn ich denke, ja gut, wo tut man sich denn finden? Oder? Und könnte dagegen abnivellieren. Genau, oder? Dass die Gefahr muss man natürlich auch im Auge behalten. Aber eigentlich rein so das Gleichheitsgebot wäre natürlich absolut zentral, dass man die nationale Rahmengesetzgebung hätte. Gibt es denn Kantone oder Gemeinden, wo bis zu einem gewissen Grad zumindest Vorbildcharakter hätten, die es besser machen als andere? Kann man das sagen? Oder ist es ein Nischenthema eigentlich überall, und wenig bearbeitet wird? Also ein bisschen vielleicht aus dem Buch raus, vielleicht hast du Fakten dazu. Aus dem Buch raus kann ich jetzt sagen, Basel-Stadt darf für sich auf das Fähnchen schreiben, sie haben ein paar Ansätze, die gut sind. So wie zum Beispiel, jetzt hätte ich fast gesagt, eine Teuerung zu ausgleichen, ja, um den geht es nämlich. So wird die Ergänzungsleistungen werden automatisch die Teuerung angepasst. Also ohne, dass man muss ein Gesuch oder irgendwas stellen. Übrigens schon im Vorfeld, wenn etwa zwei Jahre bevor man ins Pensionsalter kommt, der Kanton aufgrund von der Steuererklärungen, da sehen Sie, wer später eventuell Ergänzungsleistungen würde beziehen, die werden proaktiv angeschrieben. Okay. Daran erinnert, ihr müsst dann rechtzeitig euch melden, damit ihr die Ergänzungsleistungen bekommt. Also das sind ein paar Ansätze, die gut. Nur zur Erklärung, man bekommt die Ergänzungsleistung nicht einfach so, sondern muss das beantragen, zusätzlich zu AHV-Rente, wenn die nicht langt. Und auch heute gibt's schon, sind kürzlich mal Zahlen rausgekommen, dass irgendwie 20%, ihr korrigiert mich, von denen, die Anspruch hätten auf Ergänzungsleistung, die eben nicht beantragen, auf fehlendem Wissen, auch da vielleicht schambehaftet. Und wenn da der Staat quasi
proaktiv auf einem zukommt und sagt, ihr habt Anspruch, meldet euch denn das an, ist das natürlich eine Hürde weniger. Ja, und gerade zum Beispiel, der Teuerungsausgleich ist wichtig, aber es war ja auch ein riesen Kampf auf nationaler Ebene und tut eigentlich nur das ausgleichen, was sowieso müsste gemacht werden, oder? Gibt eigentlich die Luft noch nicht. Und sind schon die zwei, also es gibt zwei Sachen, die ich vielleicht führen kann. Das eine sind wirklich mehr Ergänzungsleistungen, also nicht nur für Personen im Pensionsalter. Es gibt die Familienergänzungsleistungen in 4 Kantonen. National ist ja leider wieder mal gescheitert. Kannst du kurz erklären, was das wäre? Ja, das ist eigentlich einfach, dass du quasi je nach Altersklasse von deinem Kind kommst du wie zusätzliche Unterstützung über. Also eigentlich einfach zusätzliches Geld, du hast ein Kind und du kommst Geld über, wenn dein Einkommen nicht so hoch ist. Und Kanton Watt hat das unter anderem, einer von 4 Kantonen, und die haben das wirklich analysiert und die haben gemerkt, die haben wirklich konkrete Zahlen, es gibt weniger Personen, die armutsgefährdet sind. Also wirklich weniger Familien, die knapp in Kasse sind. Das ist wirklich ein Instrument, das sich sehr lohnen würde, das wir auch empfehlen, jeglichem Kanton führt das unbedingt ein. Es ist sehr zielgerichtet, das ist auch immer ein Vorwurf, dass man sagt, ja, Ausgaben da drüber und so. Aber mit dem System und auch mit der Prämienverbilligung tust du genau den Leuten helfen, die du weißt es sehr genau. Und vielleicht jetzt noch zu der Prämienverbilligung, da gibt's natürlich auch ganz unterschiedliche Zugänge. Gewisse Kantone, gehen das einfach anhand von der Steuerdaten. Und das wäre eigentlich das, wo jeder Kanton könnte machen. Du weißt ja als Kanton, wie viel Geld, wie viel Einkommen die Familien haben. Aber man macht dann so komische Systeme, man muss das Formular ausfüllen, man muss das Formular verstehen. Vielleicht kommt man es gar nicht über in gewissen Kantonen. Und das Argument dagegen ist ja einmal, ja, die Steuern sind rückwirkend. Es kann ja sein, dass die Person dann noch beim Lotto gewonnen hat, Millionärin geworden ist. Könnte man sie wieder zurückfordern. Das würde extrem helfen. Du könntest jedem einfach auszahlen, wo Anspruch hat. Dann ist es eben auch weg von dem, ich muss etwas. Das ist ein Recht, das man hat. Wir haben das im Gesetz. Das ist nicht ein Bit, wo man einen Staat muss stellen. Und ich glaube, das würde auch dort unter dem Aspekt dann viel helfen. Ich hätte noch eine Frage zum Schluss. Und zwar hast du, Markus, angekündigt am Anfang, dass dein Leben doch noch eine positive Wendung genommen hat. Ja, also materiell natürlich nicht. Auch ich gehöre zu denen, habe mich mal probiert, selbstständig zu machen. Die Firma ist an die Wand gefahren, im wahrsten Sinne vom Wort. Ergo, es wird ein Hemdfeli geben, das mit mir wird irgendwann gehen. Aber es sind zwei Frauen in meinem Leben, die mir geholfen haben, mein Leben wenigstens im psychischen, gesunden, also im seelischen Bereich, komplett umzukrempeln. Das ist einerseits meine Ehefrau, nicht? Die hat ja ganz viele Jahre, wir haben dieses Jahr 20-Jährige, die ganz viele Jahre hat sie durchgehabt. Das ist für sie nicht immer einfach gewesen. Und die zweite Frau, die ist Verantwortliche gewesen von der sozialen Stadtrundgang vom Strassenmagazin Surprise, was in Basel, Zürich und Bern gibt. Und die hat an mich geglaubt. Ihr könnt euch vorstellen, nach insgesamt über 5 Jahren am untersten Level von meinem Einkommen ist die Selbstbewusstsein und so ziemlich weit unten, bis gar nicht mehr. Und sie hat an mich geglaubt und sie hat immer so die Wabon-Spiele können richtig machen. Sie hat immer gewusst, wenn als sie mir muss so ein bisschen einen Kick geben, damit ich durchhebe und wenn also ich so quasi die Streicheleinheiten brauche. Und so hat sie mich eben richtig gehend gecoacht in die Stadtführerrolle hinein, wo ich dann 8 Jahre lang damit sehr erfolgreich, das darf ich sagen, unterwegs war. Das kann ich von den Feedbacks und allem her. Und das hat mich dann komplett umkrempelt von meinem Selbstwertgefühl her, Selbstbewusstsein. Ich meine, wenn mir im 2011 jemand gesagt hätte, ich hocke jetzt mit dem Matteo und mit dem Cedric hier am Tisch und schwätze über das Thema Armut, dann hätte ich gesagt, ja, ich hätte die auch gerne. Das sind so, oder an Universitäten, Hochschulen und so weiter, in die Hörsäle gehen, Vorträge halten. Das alles zusammen wäre damals in den Sternen gewesen. Jetzt in der Zwischenzeit ist es Realität, wissenschaftliche Begleitung und so weiter. Und das ist eben der positive Aspekt. Und darum bin ich eigentlich seelisch sehr gesund unterwegs. Herzlichen Dank, sind ihr unsere Gäste gewesen. Herzlichen Dank auch für den Einblick in beruflichen, in politischen, in persönlichen Alltag auch, was Armut bedeutet, was Armut mit den Menschen macht. Wir werden am Schluss, übrigens, wer noch nie so einen Surprise-Stadtrundgang gemacht hat, unbedingt nachholen. Das lohnt sich sehr. Da kriegen wir wirklich nochmal sehr gute Einblicke über. Wenn ihr
Fragen habt zu dem Thema, aber auch zu ganz vielen anderen, dann wie immer an meierwermuth@sbschweiz.ch oder in die Kommentarspalte. Den Podcast kann man, wie ihr inzwischen wisst, auch abonnieren. Wir hören uns, wenn ihr Lust und Zeit habt, nächste Woche wieder.